worauf es bei Lean-Transformationen wirklich ankommt. Sie sagen häufig, Lean sei keine Kostenstrategie. Was steckt hinter dieser Aussage? Ja, es gibt so den landläufigen Glauben, dass Lean gleich schlank bedeutet. Und das übersetzen viele mit schlank an Menschen, schlank an Kosten. Dabei könnte uns ein ganz einfacher Vergleich helfen, um der Sache auf den Grund zu kommen. Stellen Sie sich vor, man glaube, Kate Moss sei schlank. Aber Kate Moss ist nicht schlank. Die ist nicht lean. Die ist skinny. Die ist bony. Also eher knöchern. Und das ist, weiß Gott, nicht gesund. Ich weiß, wovon ich rede. Aber wenn Lean nicht einfach schlank bedeutet, was heißt es dann? Lean ist viel mehr, wenn ich es mit einem Sportler vergleichen will, wie vielleicht der Tennisspieler Roger Federer oder der beste Schwimmer unseres letzten Jahrzehnts Michael Phelps aus den USA. Ne, der ist drahtig, der ist schnell, die Bewegungen sind effektiv, die sind effizient und sie werden durch tägliches Training immer weiter verbessert. Und fragen Sie sich mal, ob der Michael Phelps immer deswegen weiter trainiert, um die 100 Meter Schmetterling mit weniger Kraft zu absolvieren, oder ob er sie trainiert, um schneller zu werden. Er trainiert sie letztlich ausschließlich, um schneller zu werden. Dazu benutzt er Techniken, um weniger Kraft aufzuwenden, aber es geht ihm nicht darum, was zu sparen, sondern was zu gewinnen, nämlich den Weltrekord. Und das ist letztlich die gleiche Grundidee, die wir auch bei Lean verfolgen wollen. Wir wollen Geschwindigkeit anstreben, wir wollen ein Spiel gewinnen und wir wollen nicht Kosten sparen. Und letztlich kann das auch gar nicht funktionieren, denn Lean will ja alle Mitarbeiter in so eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung einbringen. Und die muss natürlich krachen, wenn sich dadurch Arbeitsplätze vernichten lassen. Das heißt, man kann es auf eine einfache Formel bringen: Wer schlank werden will, ist zum Wachsen verdammt. Viele Veränderungen, auch Lean-Projekte, scheitern oder bleiben hinter den Erwartungen zurück. Liegt das am Widerstand der Mitarbeiter? Nein, bisher ist keine Veränderung, die ich miterlebt habe, an dem Widerstand der Mitarbeiter gescheitert, sondern viel, viel mehr an den Glaubenssätzen, die im Unternehmen vorherrschen. Fast jedes Unternehmen hat sich über die Dauer ihrer Existenz so tief verwurzelte Glaubenssätze entwickelt. Von denen spricht man nicht gerne auf Partys und die schreibt man auch nicht in die Leitbilder des Unternehmens. Da stehen dann großspurige Sachen drin wie Vertrauen führt, oder wir haben Achtung vor allen unseren Mitarbeitern. Die Wirklichkeit sieht aber deutlich diffiziler aus. Da gibt es dann tief verwurzelte Glaubenssätze, die zum Beispiel heißen könnten: Wer einen leeren Schreibtisch hat, ist verdächtig. Oder wir brauchen immer Vollauslastung, also die Späne müssen fliegen. Nur dann verdienen wir Geld. Oder wir sparen, koste es, was es wolle. Das sind so typische Glaubenssätze. Und wenn nun diese alten Glaubenssätze auf neue Techniken, auf neue Rituale, zum Beispiel aus dem Bereich des Lean Managements treffen, dann knallen einfach zwei Welten aufeinander. Und wer gewinnt? Natürlich immer der, der tiefer im Bauch drin steckt als der andere. Und das sind ganz klar die Glaubenssätze. Wenn man Lean als Toolset sieht, dann kann Veränderung also gar nicht klappen. Für jede Veränderung brauche ich ein Mindset und ein Toolset. Wenn eins von beiden fehlt, kann es nicht klappen. Nur durch verändertes Denken würden mir wahrscheinlich die Hilfsmittel fehlen, dieses Denken in der Praxis zu operationalisieren. Ich hätte zumindest eine kleine Chance, mir diese Tools vielleicht selber zu entwickeln. Andersrum aber, wenn nur die Tools da sind und das Mindset dabei nicht, dann kann es gar nicht funktionieren. Also nur die Tools, die man sich gerne abguckt, weil sie so leicht, vermeintlich leicht in die Praxis zu überführen sind, helfen nicht, Wirksamkeit für das Unternehmen aufzubauen. Bedeutet das, dass man für echte Veränderungen an Einstellungen und nicht so sehr am Verhalten ansetzen muss? Genau, ich muss zuallererst an den Glaubenssätzen ansetzen und die schrittweise verändern. Dazu kann ich auch die Tools verwenden, also das marmoriert so ineinander, Tools und Mindset, aber die Trennung von beiden kann schlicht nicht funktionieren. Kommt bei der Arbeit an Glaubenssätzen nicht ganz schnell Stress auf unter Managern? Ah, das tut weh. An die Glaubenssätze ranzugehen, das tut wirklich weh. Da rüttelt man an den Grundmanifesten. Und ich habe auch den Eindruck, da entsteht Angst. Angst vor der eigenen Veränderung, Angst vor der Courage,
diese Glaubenssätze wirklich zu verändern, Angst davor eingestehen zu müssen, dass vielleicht die Grundlagen des Wirtschaftens nicht immer richtig waren in den vergangenen Jahren und vielleicht auch die Angst, nicht zu wissen, was passiert, wenn man die Glaubenssätze verändert. Es existiert die grundsätzliche Notwendigkeit, diese Glaubenssätze zu verändern. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich darauf einlässt und nicht die Erwartung hat, jeden Schritt des Weges exakt vorab bestimmen zu wollen, dass dann dieser Weg sehr fruchtbar ist, sehr viel Gutes tut mit dem Unternehmen, nicht nur mit den wirtschaftlichen Ergebnissen, sondern auch mit den Menschen, die da drin sind.